Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Vor einigen Monaten habe ich mal ein Video gemacht über diese wasserdichte Dose hier, die sehr klein ist, wo man halt zum Beispiel Zunder reinpacken kann oder ähnliche Sachen und die man sich dann zum Beispiel an seinem Taschenmesser befestigen kann, um dadurch die Modularität des Messers etwas zu erweitern. Und die Idee an sich fand ich sehr cool, aber die Dose war mir etwas zu klein und deswegen habe ich geschaut, was gibt es da sonst noch im Angebot? Und so bin ich dann auf dieses Dreier-Set hier gestoßen. Das sind also drei wasserdichte Dosen, die man zusammen erwerben kann und die kosten lächerliche 10 Euro. Und das Tolle ist, auch die sind ebenfalls alle wasserdicht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier ist so ein O-Ring drin, beziehungsweise der ist natürlich bei allen drei Dosen verbaut. Und die sind natürlich ein ganzes Stück größer, als wir zum Beispiel die kleine Dose, die ich vor einigen Monaten vorgestellt habe. Wir können es direkt mal vergleichen. Die alte Dose hatte eine Länge von 4 cm und einen Durchmesser von etwa 12 mm. Hier bei der kleinsten Dose haben wir ebenfalls, also sogar 43 mm von der Länge und 20 mm im Durchmesser. Also selbst die kleinste Dose ist schon eine ganze Ecke größer und dementsprechend passt da natürlich auch mehr rein. Was übrigens auch toll ist, ich hatte gedacht, das wäre Plastik, aber das ist, ich vermute mal, Aluminium. Stahl kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist es etwas zu leicht, aber Aluminium reicht ja auch allemal aus. Das war jetzt, wie gesagt, die kleinste Dose der dreien. Dann haben wir die etwas längere Dose, die hat eine Länge von ungefähr 70 mm und einen Durchmesser von 20 mm. Hier ist das Tolle, die kann man zum einen hier oben aufschrauben, natürlich durch einen O-Ring gesichert. Und das Tolle ist, dass man die auch unten aufschrauben kann. Das ist natürlich gerade dann vorteilhaft, wenn man die Dose so vollgestopft hat, dass man die Sachen nicht mehr rausbekommt. Wenn man jetzt eine Seite aufgeschraubt hat und man klopft das so raus, kann es manchmal sein, dass das etwas hakt. Dann kann man natürlich hier die andere Seite einfach abschrauben und das dann mit dem kleinen Finger einfach durchschieben. Und dann kommt man an die restlichen Sachen ran. So, und dann haben wir noch die größte Box, die dabei ist. Und das ist echt, also vom Gewicht her ist das lächerlich leicht, aber die ist halt so massiv. Ihr seht ja hier im Vergleich das Victorinox Workchamp. Das ist also fast genauso groß. Ich messe jetzt nur mal den reinen Behälter. Das sind schon fast 80 mm. Insgesamt kommen wir auf 95 mm, wenn wir diesen Deckel damit dazu zählen. Und einen Durchmesser von ungefähr 28 mm. Die ist also wirklich brachial riesig. Ich habe mir hier einfach so leuchtendes Paracord dran gemacht mit so einem Karabiner. Denn ich habe mir überlegt, natürlich ist das Ganze cool, wenn man das als Ergänzung zum Taschenmesser mitnimmt. Aber da sich ja das Waffenrecht wahrscheinlich verschärfen wird, zumindest deutet im Moment alles darauf hin, wäre so ein Messer, was bisher noch legal zu führen ist, illegal. Denn die neue Planung sieht ja vor, dass Klingen ab 6 cm verboten werden sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur für feststehende Messer gilt oder auch für Klappmesser. Aber so oder so kann es ja einfach sein, dass ihr einfach darauf verzichten möchtet, ein großes Taschenmesser mitzuschleppen. Und deswegen habe ich mir überlegt, was könnte man denn überhaupt so in so eine kleine Dose reinpacken? Kleine Dose in dem Sinn, es ist die größte von den dreien, aber insgesamt, ihr seht das ja, die ist ungefähr eine Handbreit. Lässt sich also richtig gut greifen, trägt also kaum auf und auch in der Hosentasche wird die jetzt nicht so viel ausmachen, weniger als mein Schlüsselbund, wo halt einige Schlüssel dran sind. Und trotzdem wollte ich mal schauen, was passt denn alles so hier rein? Und da war mir wichtig, ich möchte halt viele verschiedene, ich sag mal, Notfallsituationen abdecken können. Notfallsituationen bitte jetzt nicht falsch verstehen. Es geht sich nicht darum, dass ich mit dem Flugzeug abgestürzt bin auf einer Insel und muss da 28 Jahre überleben. Es geht sich einfach darum, ich bleibe nachts mit dem Auto im Wald liegen und wie ich mir da erstmal ein bisschen helfen kann, auch wenn ich ein Handy dabei habe und ich habe einen Notruf abgesetzt, aber trotzdem möchte ich ja vielleicht auf einige Sachen nicht verzichten. Und aber trotzdem die Situation, dass ich vielleicht auch in eine sehr ungünstige Notsituation kommen könnte, wo ich dann doch etwas mehr Equipment brauche. Das heißt, ich habe dann hier bevorzugt auf eher kleinere Sachen gesetzt. Aber ich fange einfach mal an, damit ihr mal seht, was hier alles in die Dose reinpasst. Also zum einen habe ich hier zwei Lagen von dieser Muji-Watte.
Das kennen die Dampfer unter euch ganz sicherlich. Aber einfach Watte als Zündmaterial. Dann habe ich hier etwas Draht aufgewickelt. Damit kann man sich zum Beispiel ein Loch in der Jacke oder in der Hose notdürftig stopfen. Man könnte eine Falle daraus bauen. Man kann Verbindungen zwischen Hölzern damit herstellen. Draht ist halt sehr vielseitig. Aber ihr seht es auch hier. Das ist jetzt nicht ultra viel Draht. Vielleicht so 50 cm. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen was. Und in der Mitte seht ihr halt, das sind zwei Magnete. Die lege ich jetzt einfach mal hier hin. Dann habe ich hier noch ein Pflaster. Damit habe ich die Magnete und den Draht eingepackt, damit das nicht alles gleich hier drauf losfliegt. Als nächstes habe ich hier einmal Angelschnur. Die habe ich mir so aufgewickelt wie halt Nähgarn. Davon habe ich das jetzt einfach mal abgekupfert. Ich habe mir einfach einen kleinen Ring zurechtgeschnitten. Darum dann immer bei drehenden Bewegungen diese Nylonschnur drauf aufgewickelt. Das ist jetzt nicht viel. Auch das sind ungefähr so vielleicht 3 Meter. Aber ich habe auf jeden Fall etwas Angelschnur dabei für den Notfall. Dann habe ich als nächstes ein Victorinox Classic mit einer ganz kleinen Klinge, einer kleinen Feile sowie einem Schlitzschraubendreher. Und auf der Seite versteckt sich noch eine kleine, aber praktische Schere. Plus natürlich die Pinzette, die nirgendwo fehlen darf, und der Zahnstocher. Es sind nicht viele Tools, aber es ergänzt das Set perfekt. Weiter im Text habe ich dann hier noch, hier fallen mir schon ein paar Angelhaken raus, die lege ich schon mal beiseite, bevor ich da gleich reingreife. Also ihr seht, Angelhaken passend zur Angelschnur und natürlich etwas Klebeband, auch hier nicht viel. Es sind vielleicht um die 40 cm einfach aufgewickelt, aber ich kann mir hier immer kleine Streifen abschneiden, um mal etwas zu kleben. Dann habe ich hier noch drin Micropurforte, also Wassereinkeimungstabletten, 3 Stück an der Zahl. Etwas Kienspan, auch hier sehr wenig, aber es reicht auf jeden Fall, um damit ein Feuer starten zu können. Dann habe ich hier noch ein paar Bleigewichte und Köder. Ganz wichtig war mir auch eine Nähnadel. Hier habe ich direkt etwas Garn aufgewickelt, ungefähr 1,50 Meter. Das reicht also auch, um damit ein paar Nähte auffüllen zu können oder ein Loch in der Hose zum Beispiel zunähen zu können. Noch etwas mehr Angelhaken, eine Büroklammer. Und was ich ganz cool fand, ist diese klitzekleine Taschenlampe hier. Die wird einfach durch Drehen eingeschaltet. Hat jetzt nicht sonderlich viel Licht, aber ich sag mal so, wenn es komplett dunkel ist, ist man froh, wenn man so ein kleines Licht dabei hat. Und was hier richtig toll ist, mal schauen, ob ich das hier zeigen kann, die hat so einen Magneten auf der Rückseite. Das heißt, ich kann die sogar irgendwo festmachen, dass ich sie nicht die ganze Zeit in der Hand halten muss, sondern zum Beispiel am Reißverschluss von der Jacke oder am Tragegurt vom Rucksack etc. festmachen. Klappt ganz gut. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ein kleiner Feuerstahl. Das heißt, ich könnte mir unterwegs in einer Notsituation Feuer machen. Dafür habe ich hier Anzünder. Ich habe Wassereinkeimungstabletten, um mir Flüssigkeiten aufbereiten zu können. Ich habe jede Menge Angelhaken dabei, Gewichte, Köder, Angelschnur natürlich. Ich habe sogar ein kleines Messer dabei, Klebeband, eine Nähnadel mit Garn. Und hier natürlich Paracord, auch das ist jetzt nicht sonderlich viel. Das täuscht ein wenig, das sind ungefähr so, auch so 1,50 Meter dürften das ungefähr sein. Aber durch diese Knüpfmethode wird das halt unglaublich komprimiert und da geht halt so viel Paracord drauf, dass man sich oft verschätzt. Aber das alles war jetzt hier in dieser kleinen Dose. Und wenn man sich jetzt nur überlegt, dass man nur diese Dose dabei hat, natürlich könnte man eine Tasche mittragen, so eine kleinen Hüftgurt. Ich habe ja zahlreiche Videos dazu gemacht, wo halt wesentlich mehr Equipment dazu passt. Aber ich wollte einfach mal zeigen, was passt denn in eine Dose rein, in der Größe. Wenn ich jetzt nur die kleinste Dose hier dabei hätte, dann würde ich vielleicht hier auf diesen Feuerstarter setzen, zusammen mit der Taschenlampe, dem Kienspan, den Wassereinkeimungstabletten und den Angelhaken plus der Schnur. Das würde hier reinpassen. Das Classic dann natürlich nicht mehr. In der etwas
größeren Variante, also der mittleren von den dreien, die ich gekauft habe, würde natürlich nochmal etwas mehr reinpassen. Das heißt, ihr könnt euch das so gestalten, wie ihr wollt. Und zu guter Letzt natürlich kann ich immer noch darauf setzen, einfach ein ordentliches Taschenmesser mitzunehmen. Solange wie es legal ist, ist das ja kein Problem. Und hier bei diesem Workchamp habe ich so viele Werkzeuge dabei, dass alleine das wahrscheinlich schon ausreichen würde. Hier halt noch ein Feuerstarter dran, vielleicht noch etwas Watte dazu. Dann ist man auch da schon auf sehr viele Situationen vorbereitet. So, das war mal der Vergleich von der kleinen Atomic Beer wasserdichten Dose zu den größeren Varianten. Wie gesagt, die drei Dosen gibt es zusammen bei Amazon, bei eBay. Einfach mal danach schauen, wasserdichte Behälter oder Outdoor wasserdichte Behälter. Dann findet ihr die drei sehr schnell. 10 Euro für die drei Dosen ist lächerlich. Alleine wenn man schon bedenkt, dass es Aluminium ist und nicht irgendwas aus dem 3D-Drucker oder sowas, finde ich mega genial. Ist vom Preis her wirklich nicht zu toppen. Und von daher, wenn ihr euch so eine Dose zusammenstellen wollt, ja dann hier, bitte. Einfacher geht es nicht. Und natürlich könnt ihr die befüllen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch Medikamente reinpacken. Ihr könntet Gewürze reinpacken. Ihr könntet kleine Werkzeuge, zum Beispiel so einen kleinen Bithalter oder sowas hier reinpacken. Von daher seid ihr völlig frei bei der Gestaltung eurer wasserdichten Dose. Und ich bin froh, dass ich mir dieses Set so zusammengestellt habe. Ich finde das ziemlich cool, weil halt für viele Bereiche was dabei ist. Natürlich wird einem immer etwas fehlen. Gerade in einer Notsituation wird es immer wieder darauf auslaufen, dass irgendwas Bestimmtes fehlt. Aber ich habe hier schon mal etwas dabei, wo ich mir wirklich mit aus der Patsche helfen kann. Und sei es nur mit der klitzekleinen Taschenlampe. Wenn eine Neumondnacht ist, dann seid ihr froh, wenn ihr so eine kleine Taschenlampe dabei habt, die wenigstens ein bisschen Licht abwirft. Ja, von daher, so viel zum heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.